Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Kyrandia Teil 1. So, wir sind ganz, ganz tief in irgendeinem Schlangenlabyrinth drin und hangeln uns von Bärenstrauch zu Bärenstrauch. Und wir schauen jetzt mal weiter. Karte habe ich zur Hand. Ich werde weiter fleißig Kästchen zeichnen. So, wir hatten einen Busch gefunden, wir hatten gerade neue Beeren genommen. Und dann gehen wir jetzt mal nach Süden weiter. Da ist nichts. Und nochmal nach Süden. Ha, schon wieder ein Busch. Sehr schön. So, Beere einpacken. Wir halten das für die Nachwelt fest. So, mal festgehalten. Dann können wir mal weiter nach Süden laufen. So, nochmal nach Süden. Und dann nochmal nach Süden. Müsste ein Busch sein. Sehr schön, auf meiner Karte ist Verlass. Immer wieder schön festzustellen. So, dann haben wir noch offene Baustellen. Wir sind jetzt da bei dem B wie Busch. Dann gehen wir mal hier nach Westen. Und nach Norden. Und Moment, nach Norden. Dann müsste hier nochmal ein Busch sein. Schön einpacken. Speichern. So viel habe ich schon lange nicht mehr in einem Let's Play gespeichert, aber ich glaube, das ist hier sinnvoll. So, dann gehen wir mal hoch. Da waren wir auch schon. Aber da rechts waren wir noch nicht. Ah, wieder so ein Stein. Okay, dann hätte es sich auch nicht gelohnt, mit einem Stein zurückzulaufen. Gut zu wissen. Dann waren wir hier oben noch nicht. Und dann müsste rechts wieder ein Busch sein. Sehr schön. Haben wir wieder Schwein gehabt. Aber jetzt ist die Frage, wie viele Steine werden wir brauchen als Gegengewicht für das Fallgatter. Genau, das weiß man nicht. So, jetzt haben wir hier noch offene Baustellen. Gehen wir da jetzt am besten? Gehen wir nach Osten. Und nochmal nach Osten. Oh, okay, das scheint eine Sackgasse zu sein. Dann gehen wir bitte wieder hurtig zurück. Gehen uns nochmal eine Beere holen. So, und so langsam füllt sich die Karte. So, den Erfolg nochmal festhalten. Dann... da waren wir. Nicht den Überblick verlieren, wo wir waren. Dann schlagen wir uns mal weiter nach Osten durch. Dann gehen wir zuerst nochmal nach unten. Und nochmal nach unten. Da müsste ein Busch sein. Genau. So, dann sind wir bei diesem Kästchen. Frische Beere haben wir eingepackt. Dann schleppen wir uns mal zum nächsten Busch und dann überlege ich, wo wir rübergehen. So, einmal rechts, hoch und rechts müsste ein Busch sein.
rechts, hoch und rechts. So, einpacken. Und jetzt werden wir Neuland betreten. Also nochmal festhalten. So, die beiden Kästchen runter waren wir. Und dann wird's dunkel. Also nicht, weil die Bären ausgehen, sondern weil meine Karte dort noch nicht gezeichnet wurde. So, und jetzt rechts. Das ist dann Neuland. Puh. Ich dachte, ich würde hier nie mehr rauskommen. War es das schon? Da ist irgendwas. Eine Goldmünze. Wo sind wir jetzt gelandet? Gibt es hier irgendwas zum Klicken? Da könnte man weiter. Moment, ich vermerke das erstmal auf der Karte. So, jetzt können wir nur hoffen, dass das nächste wieder ein Busch ist, sonst sind wir wieder tot. Okay. Ding einpacken. So, wir haben eine Goldmünze gefunden. Nicht so die Dinge, die ich akut gesucht habe, aber wir haben was gefunden. So, dann gehen wir mal weiter. Dann gehen wir nach Süden. Westen. So richtig Auswahl gibt es ja nicht. Westen. Das nächste müsste dann halt ein Busch sein, sonst sind wir hops. Aber ich weiß eigentlich, dass es kein Busch sein kann. Oder meine Karte ist falsch. Meine Karte ist richtig, Chaka. Da war doch das Tor, ne? Genau. Ratten, ich würde sie gerne ein bisschen ausquetschen. Aber war das jetzt wirklich alles nur wegen der Goldmünze? Was? Ein Wams ist... Mein Wams ist voller Pech, achso. Irgendjemand muss noch doch eine Karte haben. Die Höhen scheinen kein Ende zu nehmen. Gut, da ist wieder der Mond und das freie Leben und so. Weiß nicht, wo dein Problem ist, mein lieber Brandon. So, dann müssen wir jetzt neu überlegen. So, wir sind jetzt bei dem Busch. Dann gehen wir einfach mal flux, keine Ahnung wohin. Mal einfach mal nach Osten. Und nochmal nach Osten, das kann ich mir besser merken. Na gut, jetzt müssen wir nach Norden. Und ein Busch. Ist vermerkt. So, dann gehen wir mal hier lang. Nur eine Möglichkeit, das gefällt mir. Holla, was geht denn hier ab? Ein unterirdischer Lavastrom.
haben auf jeden Fall diesen Gefrierzauber von Darm bekommen. Die Hitze ist ziemlich erdrückend. Aber mir macht sie nichts aus. Ja gut. Gleich bist du ein gegrilltes Hähnchen. Dann jammer mir nicht die Ohren zu. Kein Problem. Ich brenne. Ja. Junge. Ich hätte die Rolle benutzt. Du hast gesagt, alles kein Problem. Wir finden das wieder. Bin da relativ zuversichtlich. Aber der Rückweg wird schwierig. Denn was auch immer da drüben ist, da muss ein Busch sein. Können wir jetzt mal bitte die Rolle da benutzen? Ich denke, ich versuch's einmal. Ah ja. Es hat geklappt. Ja, und unser Licht ist dahin. Starter unterirdischer Lavastrom. Diese Schriftrolle leistet mir jetzt gute Dienste. Ja, sie ist weg. Ah ne, sie ist immer noch da. Okay. Oh. Ein Busch. So. Und noch irgendwas. Ein Eisenschlüssel. Wir finden ganz viel Kram, wo ich nicht weiß, wohin damit. Aber danke, Spiel. Ich weiß das zu schätzen. So, dann ziehen wir mal wieder zurück. Bleibt nur ein bisschen Astartfluss. Da geht's lang. So, hoch und links und dann müssen wir wieder bei einem Busch sein. Andere Möglichkeit gibt's auch nicht. So, dann muss ich jetzt mal schauen, wo wir noch nicht waren. Links waren wir noch nicht. Ich hab vergessen, die Beere zu nehmen. Ja, schon zu hören. Okay, wir nehmen die Beere übrigens. Okay, weiter. Scheiße. So, unter uns müsste nichts sein. Wir gehen weiter nach links. Und nochmal nach links. So, wenn wir Glück haben, ist über uns ein Busch. Ah, Spiel sagt nein. Okay, zwischendrin ging es auch nochmal nach oben. Ah, Beere nehmen, liebe Sinalur. So, ich glaube, die nächste ging es nach oben. Ja. Dann gehen wir da mal nach oben und hoffen auf einen Busch. Sehr schön. Dann lassen wir die alte Beere mal da und nehmen eine neue mit. Halten das für die Nachwelt fest. Und dann können wir mal nach Norden wandern. Kacke, schon wieder ein Stein. Ach.
man könnte jetzt halt annehmen, dass, obwohl er hat gesagt, die Eisrolle wird uns jetzt immer nützlich sein. Ich weiß nicht, ob wir den Apfel wirklich brauchen. Den hatten wir schon mal angefressen. Dann hatten wir nur noch Apfelreste. Ach, dieser Brief von Bryn. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal haben müssen. Obwohl, vielleicht müssen wir den dann da dieser Kalynthia oder wie die heißt oder der heißt, wie auch immer, vorzeigen. Steine sammeln wir aktuell. Ich kann die Beere halt jetzt nicht da lassen. Wir machen es einfach mal so, dass wir nochmal zurückgehen zum Feuer, dort ein Depot einrichten. Die Beere liegt da immer noch. Und dass ich mir das auf der Karte vermerke und dann bei Gelegenheit mal das Zeug transportiere. Wobei Schlüssel und Münze nehmen wir mal mit. Ich denke mal, die Steine brauchen wir ganz am Anfang irgendwo. Apfel weiß ich nicht. Bei denen so schnell nochmal brauchen. Bei dem Brief bin ich mir auch nicht sicher. Okay, welcher Busch ist das jetzt? Der da. So, den habe ich dick und fett markiert. So, dann nehmen wir noch den Stein mit. Retten uns wieder in die Helligkeit. In den Stein abnehmen, eine Beere. So, dann ziehen wir weiter. Ich weiß noch nicht, wohin. Wir waren hier rechts noch nicht. Da geht's nur nach oben. Und runter und hoffen. Oh, Schwein gehabt. So, ich hoffe, dass ich mich nicht vermalt habe. Beere und speichern. So, dann können wir hier rechts. Dann machen wir das mal. Wow, die Wände sind aus Smaragd. Und da liegt auch scheinbar einer. Die hätte ich früher gebrauchen können. Stimmt, hier liegen einige rum. Wir hatten ja in der Statue war ein Smaragd drin gewesen. Ah, noch mehr Kram für den Pile of Shame. Moment mal, das muss ich mal kurz einzeichnen. Das könnte vielleicht was sein, was bei diesem Mondaltar vielleicht passt. Oder auch die Münze. Ich glaube, das war eher ein rundes Loch. Aber das ist ein ganzes Stück bis dorthin. Dann brauchen wir jetzt, im übernächsten Zug brauchen wir einen Busch. Dann gehen wir all in. Ja, wir gehen all in. Wir rennen jetzt nicht zurück zum Busch. Wir machen all in. Haben hoffentlich ganz viel Schwein. So ein riesen fettes Schwein. Oh. Das war schon ein Wildschwein. So viel Schwein war das. Okay, einzeichnen. So, Beere hatte ich genommen. Dann ziehen wir mal weiter. Wieder ein schwerer Stein. Und eine Sackgasse. Na gut, dann gehen wir as fast as possible nochmal zu unserem Busch zurück. So, dann halten wir das fest.
viel bleibt so langsam nicht mehr. Schon ein recht vollständiges, ausgefülltes Gitter. Nochmal runter. Kacke, das ist jetzt unser Tod. Das ist unser Tod. Da gingst du uns sonst nirgendwo hin, oder? Mal wieder der Tod. Laden. Also frische Beere hatten wir. Dann können wir hier noch rübergehen. Und schauen, ob es dort noch irgendwo weitergeht. Da ging es runter. Wir gehen mal darüber. Nee, Quatsch, das Kästchen. Kennen wir das Kästchen schon? Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Ich glaube, jetzt bin ich durcheinander. Also ein bisschen mehr als sonst. Kacke. Ich weiß gerade nicht mehr, wo wir sind. Wir sind tot. Okay. So, jetzt sind wir wieder bei dem Busch. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück zu unserem Lagerbusch. Und dann machen wir Pläne. So, dann müssen wir einmal darüber. Dann runter. Dann nochmal runter und links müsste dann ein Busch sein. Und dann können wir den nächsten Halt unser Lagerbusch. Ja? Mitnehmen. So, jetzt sind wir da. Dann gehen wir hoch. Links. Runter und links. Und dann müsste unser Lagerbusch sein. Jo. Das hat Funst. Dann schicke ich euch mal ein bisschen früher in die Pause und werde in der Pause mal unser Lager mehr Richtung Westen verschieben. Und dann würde ich gern mal mit diesem Altar der Monde-Dinge experimentieren und mal schauen, ob unsere jetzt 4 Steine, die wir haben, für diese Gitter-Gegengewicht-Geschichte da reicht. Also, wir haben viel vor. Bis gleich.